Als wir im Mai in Willy Brandt-Haus unseren Geburtstag gefeiert haben, habe ich bei dieser Feier in so viele stolze Gesichter blicken können. Gesichter, die ausgestrahlt haben, den Stolz auf unsere Geschichte. Aber auch Gesichter, die ausgestrahlt haben, den Glauben und die Gewissheit, dass es in Deutschland und in Europa eine starke Sozialdemokratie braucht. Wenn wir zurückblicken auf unsere Geschichte, dann sehen wir, dass wir die Partei sind, die für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie gekämpft und gelitten hat. Wir sind als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verfolgt, vertrieben, inhaftiert, gefoltert und ermordet worden. Und wir wissen als Partei mehr als alle anderen politischen Kräfte, was es heißt, wenn man bedingungslos für die Demokratie einsteht. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns nie klein gemacht als SPD und wir haben immer Verantwortung in unserer Geschichte übernommen. Und darauf können wir stolz sein, liebe Genossinnen und Genossen. Die SPD ist auch immer wieder aufgestanden. Die SPD ist immer wieder aufgestanden. Wir haben immer an uns geglaubt, auch wenn andere nicht an uns geglaubt haben. Und wir waren vor allem immer dann stark, wenn wir das Ziel klar vor Augen hatten. Wir kämpfen für ein gutes Leben für alle Menschen in diesem Land. Wir kämpfen für ein starkes, für ein friedliches, für ein gerechtes Deutschland. Wir kämpfen für ein fortschrittliches, ein starkes Europa, für eine nachhaltige und friedliche Zukunft. Und wir blicken dabei nicht abgehoben auf die Menschen. Wir sind die Partei, die Brücken baut, wo andere politische Kräfte Gräben aufreißen. Und wir bringen zusammen, wo andere spalten. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, tun wir seit 160 Jahren. Auf diese Geschichte, auf diese Haltung, auf dieses Verständnis auch von Politik bin ich stolz. Und ich bin dankbar, dass ich seit 2 Jahren als Parteivorsitzender unsere Partei mit Saskia zusammen führen darf. Ich bin dankbar für die letzten 2 Jahre und die enge Zusammenarbeit mit vielen hier in diesem Raum. Vor allem, liebe Saskia, die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dir, mit Olaf, mit Kevin, mit Rolf, mit vielen anderen hier. Das ist ein Teamplay, das wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und ich bin dafür dankbar und ich möchte, dass dieser gemeinsame Weg weitergeht, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir machen Politik in einer historischen Phase. Seid euch dessen bewusst. Das ist heute eine historische Umbruchphase, in der wir politisch gestalten. Die Pandemie, der imperialistische Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, daraus resultieren zusammengebrochene Lieferketten, schwächeres Wachstum, die Energiekrise, die Inflation, steigende Lebenshaltungskosten, die Klimakrise, anhaltende Migrationsbewegung und jetzt der Krieg im Nahen Osten, ausgelöst durch die terroristischen Überfälle der Hamas auf Israel. Parallele Krisen, die sich überlappen und gegenseitig verstärken. Und die Herausforderungen werden in den nächsten Jahren nicht weniger. Die geopolitischen Spannungen in der Welt werden anhalten. Wir sehen, dass autoritäre Staaten sich aufmachen, die regelbasierte Ordnung in Frage zu stellen. Revisionistische Kräfte, die Grenzen in Frage stellen. Protektionismus und Nationalismus, der in der Welt weltweit auf dem Vormarsch ist. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, wir lamentieren nicht. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir wollen die Dinge verändern. Wir wollen die Verhältnisse zum Besseren gestalten. Und wenn unser Freund T.S. Uhlmann singt, die Zukunft ist ungeschrieben, die Zukunft ist so schön vakant, dann zeigt uns das doch, wo unsere Aufgabe liegt. Es muss doch der Anspruch der deutschen Sozialdemokratie sein, die Geschichte zu schreiben mit sozialdemokratischer Handschrift. Liebe Genossinnen und Genossen, und ich will, dass wir jeden Tag daran arbeiten, dass Deutschland ein starkes Land bleibt. Das ist unsere Aufgabe und die nehmen wir an, liebe Genossinnen und Genossen. Und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat uns eine schwere Aufgabe mitgegeben, ja. Und trotzdem muss unser Kompass klar sein, und das werden wir hier auf diesem Parteitag deutlich machen. Wir haben einen riesigen Investitionsstau in Deutschland, der hat sich angehäuft und den arbeiten wir gerade in der Regierung ab. Olaf, dafür bin ich dankbar, das sind die größten Investitionen, die je eine Regierung vorgenommen hat. Aber diese Investitionen müssen jetzt auch zügig kommen. Es braucht Förderzusagen für die Unternehmen, für die Beschäftigten
Und das ist das, worauf es jetzt ankommt beim Haushalt 24. Und anstatt, dass man mit vielen Worten jetzt drüber philosophiert, ob wir eine ganze, eine halbe oder gar keine Notlage haben, hilft es doch vielleicht einfach mal, die Augen aufzumachen, liebe Genossinnen und Genossen. 2 Flugstunden von hier entfernt steht eine Atommacht an den Grenzen Europas, zwingt die Ukraine in einen völkerrechtswidrigen Krieg. Das ist ein Leid, das jeden Tag über die Ukraine gebracht wird. Und ich bin stolz darauf, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Und diese Unterstützung muss weitergehen. Da darf es doch kein Wackeln geben, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich will nicht, dass wir in Deutschland in eine Situation kommen, wo wir entscheiden müssen zwischen der Unterstützung der Ukraine, zwischen der Frage, ob wir soziale Absicherung für die Bürgerinnen und Bürger hier im Land gewährleisten und ob wir weiter Klimainvestitionen ermöglichen. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, alles 3 muss möglich sein. Der Weg aus der Notlage führt daraus, dass wir die Realität anerkennen. Darum muss es in diesen Tagen und diesen Stunden gehen. Und ich sage euch, es geht um verdammt viel in diesen Tagen. Und wir bekommen doch jetzt gerade in der Debatte um die Haushaltspolitik überhaupt erst eine Vorahnung, was die großen Debatten der nächsten Jahre sein werden. Ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, in den Wirtschaftsredaktionen, in den Chefetagen mancher Unternehmen, in den Talkshows, bei manchen Politikern nehmen wir doch wahr, wie langsam die Stimmen derer lauter werden, die diesen Staat verachten. Die Marktradikalen, die den Staat für ein aufgeblähtes Monster halten, das die Menschen bevormundet, diese Stimmen werden lauter. Diejenigen, die auf Menschen herabblicken, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, die kommen jetzt aus den Löchern gekrochen. Die sehen jetzt ihre Chance, die Axt an den Sozialstaat anzulegen. Die sehen jetzt die Chance, staatliche Aufgaben, Investitionen zurückzufahren, und die tragen ihre Finanzpolitik der vergangenen Jahrzehnte wie einen heiligen Gral vor sich her. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Verantwortung, diese politischen Kräfte in diesem Land zu stoppen. Darum geht es in diesen Tagen und in den Herausforderungen der nächsten Jahre. Und wir wissen doch, was es bedeutet, wenn der Staat nicht investiert. Wir sehen doch jeden Tag die Brücken, die nicht mehr tragen, die Züge, die nicht mehr fahren, die Schulen, in denen es durch die Decke tropft, eine Bundeswehr, die nicht gut ausgestattet ist. Das ist doch alles nicht vom Himmel gefallen. Das ist das Resultat einer neoliberalen Politik der letzten Jahre, liebe Genossinnen und Genossen. Und das muss verändert werden. Und dann erlebe ich Friedrich Merz, der von der Wirtschaftspolitik der 90er Jahre schwärmt. Dabei hat die Welt sich doch längst weitergedreht. China, die USA, Südkorea, Indien, die größten Volkswirtschaften dieser Welt investieren massiv in klimaneutrale, in digitale Modernisierung der Länder. Da geht es um Jobs und Innovation, da geht es um Standards und Technologien der Zukunft. Es geht um Wohlstand und Sicherheit. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, Friedrich von gestern wird niemals die Zukunft unseres Landes sein. Die Zukunft dieses Landes ist ein Staat, der investiert, ein Staat, der Sicherheit gibt und ein Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger schützt. Und ich sage euch, lasst uns diese Auseinandersetzung mit den Neoliberalen und mit denen, die in der Vergangenheit festhängen, lasst uns die offensiv führen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen auf der richtigen Seite. Ich bin da felsenfest von überzeugt. Es ist doch klar, der Markt alleine wird es nicht regeln. Der Markt rettet nicht das Klima, er schafft keinen Frieden, er sichert keine fairen Löhne, er stärkt nicht unseren Zusammenhalt und der Markt stärkt auch nicht unsere Demokratie. Und ich ärgere mich wahnsinnig, wenn ich in diesen Tagen unterwegs bin und mir einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, der Staat solle sich raushalten. Das sind übrigens oftmals die gleichen, die in der Corona-Pandemie als erstes auf das Kurzarbeitergeld zurückgegriffen haben. Das sind diejenigen, die am lautesten nach den Energiepreisbremsen gerufen haben. Und denen müssen wir sehr klar sagen, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wer vom Gemeinwohl profitiert, der ist auch dem Gemeinwohl verpflichtet. Das ist die Haltung der SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Und ja, es braucht ein kluges Zusammenspiel von Staat und Markt. Es braucht einen Staat, der die Modernisierung vorantreibt, der unternehmerische Kreativität und Innovation möglich macht. Ein Staat, der Planungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen herstellt.
der investiert in Bildung, in moderne Infrastruktur, in Fachkräfte, in den Wohnungsbau. Der Unternehmen und Beschäftigte unterstützt im Wandel. Das schafft kein Unternehmen allein und das schafft auch der Staat nicht alleine. Das geht nur zusammen. Über 200 Jahre haben wir unser Land mit Öl, mit Kohle, mit Gas aufgebaut. Aber dieses Wirtschaftsmodell hat sich überlebt. Die klimaneutrale und digitale Wirtschaft ist das Wohlstandsmodell der Zukunft. Es ist eine riesige Chance für unser Land. Dass grüner Stahl in Duisburg hergestellt wird, moderne Chips in Dresden und in Magdeburg, Batterien in Salzgitter und an der Saar. Das alles, das hier in Deutschland passiert. Liebe Genossinnen und Genossen, der klimaneutrale Umbau muss zum Jobmotor dieses Landes werden. Und dafür kämpfen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und es geht dabei auch um gute Arbeitsplätze. Ich will, dass wir uns einsetzen für mehr Tariflöhne, damit Arbeit fair bezahlt wird. Im Wandel stark zu sein, heißt mehr Mitbestimmung und nicht weniger Mitbestimmung. Und natürlich müssen wir auch dafür streiten, dass der Mindestlohn erhöht wird. Aber lasst uns auch gucken, wer auf der anderen Seite steht. Die, die jetzt in diesen Tagen gegen den Sozialstaat unterwegs sind, das sind die gleichen politischen Kräfte, die auf einmal ihre Sorge um das Lohnabstandsgebot entdecken. Wir kämpfen als SPD für gute Löhne und wir wissen, dass Arbeit sich lohnen muss. Aber liebe Genossinnen und Genossen, Merz, Söder und Spahn, das sind die, die gerade mit Krokodilstränen unterwegs sind. Die sind gegen den Mindestlohn, die stellen das Streikrecht in Frage, die sind gegen mehr Mitbestimmung, die interessieren sich für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer nur dann, wenn sie sie gegen die Interessen der Ärmsten in diesem Land instrumentalisieren können. Das ist eine unanständige Politik, liebe Genossinnen und Genossen. Und da sind wir klar und deutlich und unmissverständlich. Und ich war in den letzten Monaten viel in der Republik unterwegs, an Orten, an denen Modernisierung gelingt und wo man sehen kann, es gelingt wirklich nur gemeinsam. Bei ThyssenKrupp in Duisburg, bei Wacker Chemie in Burghausen, BASF in Schwarzheide, bei Volkswagen, bei uns in Niedersachsen, Wolfsburg und in der Friedrich-Wilhelms-Hütte in Mülheim. Überall dort, wo ich die Beschäftigten und die Betriebsräte treffe, zählen sie auf uns, weil wir als SPD die politische Kraft sind, die unser Land gut durch Veränderungen führen kann. Und dann zieht es sich mir manchmal zusammen, wenn ich in diesen Tagen in Talkshows sitze mit manchen klugen Kommentatoren, und die reden dann wie selbstverständlich daher, dass man doch akzeptieren müsse, dass diese oder jene Industrie aus Deutschland verschwindet. Liebe Genossinnen und Genossen, ich kann dieses Dahergerede nicht ertragen. Das wird niemals die Position der SPD sein. Wir kämpfen an der Seite der Unternehmen, der Beschäftigten für eine starke Industrie in Deutschland. Wir wollen, dass hier die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen. Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unsere Aufgabe und unsere Haltung in diesem Land. Und ja, das wird alles nur funktionieren, wenn wir massiv investieren. Es geht um private Investitionen, dafür schlagen wir den Deutschlandfonds vor. Aber es geht auch um öffentliche Investitionen in Netze, in Infrastruktur, in die Jobs der Zukunft. China, die USA, Südkorea, Indien, viele andere haben das erkannt und investieren hunderte Milliarden. Und während andere den Turbo anzünden, ziehen wir hier in Deutschland die Handbremse. Unser Land ist ein wirtschaftlicher Riese, aber wir legen uns Fesseln an, weil wir abbremsen bei Zukunftsinvestitionen, Investitionen in Wohlstand, in Wachstum, in die Jobs der Zukunft, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen ist klar, und dieses Signal wird vom Parteitag ausgehen, die Schuldenbremse ist ein Wohlstandsrisiko geworden und deswegen müssen wir sie verändern. Deswegen müssen wir sie neu gestalten und dafür sorgen, dass mehr Investitionen in diesem Land möglich werden. Ich will, dass Deutschland ein starkes Land bleibt. Und ich will euch auch sagen, wen wir dafür in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rücken sollten. Wir haben heute in unserer Gesellschaft wahnsinnig viel Krach. Wir haben viel Lärm. Wir haben Schreihälse, die mit dem Megafon durchs Netz und durch die Straße rennen, die nichts anderes tun, als Wut anzustacheln. Wut gegen Politik, Wut gegen Menschen mit Migrationsgeschichte, Wut gegen Arbeitslose, Wut gegen Autos, Wut gegen Windräder, Wut gegen den Kompromiss. Das sind die, die von der Polarisierung leben.
Es ist ihr Geschäftsmodell. Die machen damit Profit und das Thema ist oftmals austauschbar. Und das ist die eine Gruppe. Aber es gibt auch die andere. Und die ist in meinen Augen viel größer. Das sind diejenigen, die ungläubig vor dieser Wut und vor diesem Geschrei stehen, die sich die Ohren zuhalten, nicht aus Desinteresse, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil sie es selbst kaum noch aushalten. Das sind Leute, die sagen, ich gucke nicht mal mehr die Tagesschau, weil mir das alles zu viel ist. Das ist mir zu laut, das ist mir zu krawallig. Ich habe doch selbst genug Stress in meinem Alltag mit Familie, mit Beruf, mit dem Ehrenamt. Das sind anständige Menschen, die so viel mehr tun für dieses Land als all die Schreihälse und die, die die Polarisierung vorantreiben. Das sind Leute, die morgens aufstehen. Das sind Leute, die morgens aufstehen, die zur Arbeit gehen, die eine gute Zukunft für ihre Kinder wollen, für die jeder Kita-Streit und jede Stunde, die in der Schule ausfällt, eine wahnsinnige Herausforderung ist, die das aber hinkriegen und die sich nicht krank bei der Arbeit melden, die sich zerreißen, weil sie die feste Überzeugung haben, dass es in diesem Land weitergehen muss. Das sind die Leute, die in diesen Tagen bei den Adventsfesten in der Schule helfen oder im Sportverein. Die kümmern sich vielleicht auch noch um die eigenen Eltern oder um die Nachbarn, denen es nicht so gut geht. Und ja, das sind Leute, die würden vielleicht auch gerne mal schreien, aber nicht aus Wut, sondern vor Erschöpfung, weil sie nicht mehr können. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich sage euch, diese Leute schauen auf uns. Das sind die Menschen, die auf uns setzen. Das sind diejenigen, für die die Sozialdemokratie in diesem Land da sein muss. Und ich bin felsenfest. Ich bin felsenfest davon überzeugt, nicht die Lauten und die Schreihälse sind die Mehrheit in diesem Land. Nicht die, die polarisieren und spalten, sind die Mehrheit in diesem Land. Nein, das sind die Leisen, die Fleißigen, die Vernünftigen, die Solidarischen, die Warmherzigen, die Engagierten, die Zugewandten, die guten Nachbarn, liebe Genossinnen und Genossen. Und für die sind wir da. Wenn die keine Kraft haben, wenn die keine Zeit haben, dann müssen wir ihre starke Stimme sein. Wenn die nicht mehr an die Politik glauben, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Wir müssen ihnen die Zuversicht geben, dass ihr Leben besser und einfacher wird. Das ist die Aufgabe der SPD. Dafür regieren wir und daran werden wir gemessen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unsere Aufgabe. Und diese Gruppe, die ich gerade beschrieben habe, die guckt dann manchmal auch ungläubig auf manche politische Debatte. Es darf doch in der Politik nicht darum gehen, ob jemand Auto fährt oder ob jemand Bratwurst isst oder ob jemand einmal im Jahr nach Malle fliegt oder welche Sprache man spricht oder ob man gendert. Liebe Genossinnen und Genossen, die Herausforderungen in diesem Land sind doch anständige Löhne, ist eine gute Pflege, ist die beste Bildung, ist bezahlbares Wohnen. Darum kümmern wir uns. Das sind die Probleme in diesem Land und die packen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an. Die Gesellschaft wird mürbe durch Polarisierung. Die Menschen sind müde vom ständigen Gegeneinander. Die Vernünftigen ziehen sich immer mehr zurück. Und das ist für unsere Demokratie brandgefährlich. Gerade in Zeiten, in denen sich viel verändert, in denen Unsicherheiten wachsen, brauchen wir eine starke Mitte. Wir brauchen Räume, in denen man miteinander redet. Wir müssen uns zuhören. Dazu gehört auch, andere Meinungen auszuhalten. Vernünftig miteinander zu streiten. Respekt ist für uns nicht nur ein politisches Programm, Respekt ist auch eine Lebenshaltung. Und ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, die Antwort auf Populismus und Rechtsruck ist nicht, dass wir selbst schriller und aggressiver werden. Die Antwort auf den Rechtsruck ist, dass wir eine Politik machen, die gut ist, die sich um die Alltagssorgen der Menschen kümmert, die das Verbinden in der Gesellschaft sucht. Und darauf kommt es übrigens auch in der Auseinandersetzung mit der AfD an. Ich habe angefangen, Politik zu machen im Kampf gegen rechts, gegen ein Nazizentrum bei uns in der Lüneburger Heide. Und wir hatten damals mit unseren Protesten Erfolg. 1998 wurde das Zentrum geschlossen und wir haben damals gedacht, wir haben die Nazis besiegt. Heute, im Jahr 2023, müssen wir feststellen, das ist leider nicht so, der Kampf bleibt. Und vielleicht ist es die größte Aufgabe, die wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesen turbulenten Zeiten haben. Und das sage ich auch mit Respekt vor unserer 160-jährigen Geschichte. Wir werden niemals aufhören, wir werden niemals stillstehen, wir werden niemals schweigen, wenn es um den Kampf gegen rechts geht.
Wir werden diesen Kampf sehr konkret führen. Wir sind die Gegner der AfD und wir müssen sie inhaltlich stellen. Die AfD führt Kulturkämpfe gegen das Gendern, während die Menschen in diesem Land auf bezahlbare Wohnungen warten. Die AfD hetzt gegen Menschen mit anderem Glauben, während Christen, Muslime, Atheisten in diesem Land längst gemeinsam am Band stehen, im Büro zusammenarbeiten oder in der Pflege gemeinsam ihren Job nachgehen. Die AfD fabuliert von einem Europa der Vaterländer, während der Krieg in der Ukraine herrscht und die europäische Gemeinschaft uns vor Putin schützt. Liebe Genossinnen und Genossen, die AfD führt dieses Land ins Verderben. Nichts wird durch diese Partei besser. Lasst uns das klar benennen. Die AfD steht für weniger Rechte für Arbeitnehmer, schlechtere Löhne, weniger Mitbestimmung. Die AfD ist eine arbeiterfeindliche Partei und sie hasst nicht so sehr wie den Rechtsstaat und unsere Demokratie. Liebe Genossinnen und Genossen, heute Morgen in der Delegiertenvorbesprechung der Ostdeutschen Landesverbände hat jemand gesagt, wir müssen das Bollwerk sein gegen die AfD. Und ich will das hier in aller Klarheit sagen. Wir sorgen dafür, dass die AfD niemals die Macht über unser Land bekommt. Wir sind das Bollwerk als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gegen die AfD. Wir haben einen Plan, wie dieses Land stark bleiben kann. Wir haben die richtige Haltung, wir haben Ideen und Zuversicht. Wir wollen Brücken bauen in der Gesellschaft. Ich will ein Land, in dem Arbeitslose nicht gegen Geringverdiener ausgespielt werden. Ich will ein Land, in dem Multimillionäre sich nicht für etwas Besseres halten, sondern wie selbstverständlich ihren Teil der Verantwortung tragen. Ein Land, in dem Jung und Alt sich mit Respekt begegnen. Ein Land, in dem es völlig egal ist, ob du in der Metropole oder im ländlichen Raum lebst und du in beiden ein gutes Leben führen kannst. Ein Land, in dem es nicht vom Geschlecht abhängt, welche Chancen und welches Gehalt du bekommst. Ein Land, in dem Juden und Muslime sicher leben können und in dem die Mehrheit der Menschen sich schützend vor alle die stellt, die rassistisch angegriffen werden. Ein Land, in dem zählt, wer du bist und nicht, ob du in der fünften Generation oder im fünften Jahr hier lebst. Liebe Genossinnen und Genossen, das alles kommt nicht von alleine. Dafür müssen wir kämpfen. Die Aufgabe ist riesig, sie ist groß, aber ich bin fest davon überzeugt, es gibt keine andere politische Kraft, die alles das erreichen kann. Wir werden gebraucht, liebe Genossinnen und Genossen. Lasst uns keine Angst haben vor all dem, was kommt. Wir wissen, wie man kämpfen kann und wir werden kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Auf geht's, Glück auf, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf den Parteitag. Vielen Dank.